über Nacht zum Krieger gemacht. Macht sich bereit, hat sich gedacht. Wir haben die längste Zeit, Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, das uns bequem gemacht. Doch jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision. Durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihm viele kleine Krieger stecken. Und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum, fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie, im Fluss der Zeit wird ihm klar. Er nimmt mit all seinen Sinn, seine Zukunft war erweitert, das jetzt durch sein Bewusstsein und erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß, jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Und sein Traum geht weiter, weil sein Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf. Und weiß es, er wacht auf aus dem Traum, den das Kollektiv träumt. Hat mit seinen alten Vorstellungen endlich aufgeräumt. Er setzt die Isolation und setzt an ihre Stelle die Vision, dass wir eins sind auf einer Welle. Denn das Leben ist ein Fluss, der fließen muss. Und der Krieger sagt entschieden, es wird Zeit, dich zu entschließen. Wer du bist, wohin du gehst, auf welcher Seite du stehst. Es wird Zeit, dass du verstehst, dass du am Rad der Zeit drehst. Wir führen einen Fight, die meisten tragen ihn im Stillen aus. Nur das Ergebnis quillt aus ihnen raus. Voll bloß darauf wart, lass sie. Die Jungs vergaß, doch sie hast nur mein Wissen. Wollte nix von ganz viel Boys und werden wirklich wissen. Und so blieb das Kopfkissen in ihrem Bettchen nass. Und eines Abends kam der letzte Auftritt bei der Klasse. Unvorstellbar, diese Masterhysterie. Ich verstehe nicht, wieso sich die Verfassungsschützer nie mit der Geld beschäftigt hat. Denn sowas gibt's nicht gemein bei Scientology oder bei den zwei Jehovas. Thomas Gottschalks Vorteil auch nicht, um die Fans zu beruhigen. Es war einfach unglaublich, feindliche Tränen, unbeschreibliche Szenen. Und meine Schwester beschloss, das Zeitliche zu sehen. Das mitten im Song. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schau mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Das Leben ist schon immer fair, doch mehr dreht sich weiter, so nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schau mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Das Leben ist schon immer fair, doch mehr dreht sich weiter, so nichts gewesen wäre. Nach dem letzten Lied kam es zur Eskalation. Es war während der Werbung, als der Rest der Nation sich ein neues Bier aufmachte, dachte keiner daran, was meine Schwester gerade eben aus dem Fenster sprach. Wir fanden sie im Garten, neben dem Hibiskus. Ein weiteres Opfer von Boygroup-Fanatismus. Mann, ist Schluss mit so einer Scheiße. Wie viele Teenies müssen noch ins Gras beißen? Der ganze Nebenplayer lief noch, ich hörte es deutlich, deutlich. Das war sechs Meter. Und es wäre cool, wenn wir von einem hier im Schlacht noch mal die Arme sehen können. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schau mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Das Leben ist nicht immer fair.